Am Samstagvormittag wurde in Kassel eine Katastrophenschutzübung im großen Stil durchgeführt. Hintergrund ist hier die gesetzliche Verpflichtung der Stadt Kassel, regelmäßig solche Übungen durchzuführen. Rund 10 Monate Planung waren nötig, um diese Übung in die Tat umzusetzen. Es nahmen Feuerwehren aus dem Landkreis und der Stadt Kassel teil. Im Bereich Rettungsdienst waren das DRK, der ASB und die Johanniter Unfallhilfe vor Ort. Die Übung begrenzte sich auf das SMA Logistikzentrum in der Rudolf-Diesel-Straße in Kassel. Das Gelände umfasst rund 70.000 Quadratmeter, was einer Fläche von rund 6 Fußballfeldern entspricht. Simuliert wurden bei dem Brand insgesamt 3 Szenarien, die aus einem Brand, einem Gefahrgutunfall und einer koordinierten Versorgung und dem Abtransport der Verletzten bestand. Die erste Erkundung der Einsatzstelle gestaltete sich für die Helfer sehr schwierig, weil die verletzten Personen völlig unkoordiniert aus dem Gebäude liefen und dann auf der Straße teilweise liegen blieben. Überall waren Hilferufe zu hören und die Einsatzkräfte vor Ort kamen schnell an die Grenzen des Möglichen. Es wurde zwar sofort eine Nachalarmierung für einen Massenanfall von Verletzten gestartet, jedoch durch die großen Anfahrtswege verstrich viel Zeit, die man bei einem solchen Fall nicht unbedingt hat. Erst nach rund einer Stunde konnte lokalisiert werden, was genau passiert war und wo sich der Brandherd befand. Wie sind die Organisatoren mit der Ausführung der Übung zufrieden? Eine erste Einschätzung von Ralf Grabinkel, Pressesprecher der Feuerwehr Kassel. Ja, es zeichnet sich ab, dass möglicherweise in der Anfangsphase dann noch einige Probleme in der taktischen Bewertung aufgetreten sind und die sich dann in der Folge fortgesetzt haben. Das wird man sich jetzt nach Abschluss der Übung dann in Ruhe anschauen müssen und die Übung dann wirklich intensiv auswerten müssen. Ziel einer Übung ist es aber gerade auch, Schwachstellen aufzudecken und auch Fehler zu identifizieren. Ich denke, das hat heute funktioniert. Und wir werden dann in der Folge die Auswertung nutzen, um die Konzepte weiter auszuarbeiten und damit wir insgesamt besser werden. Alle Verletzten wurden auf einem Sammelplatz versorgt und anschließend in das Klinikum, das Elisabeth-Krankenhaus und die DRK-Klinik eingeliefert. Hier wurden die Patienten in einem weiteren Übungseinsatz betreut und behandelt. Da bei diesem Einsatz auch Gefahrstoffe im Spiel waren, wurden kontaminierte Personen zusätzlich in einem speziellen Zelt behandelt und versorgt. An der Übung nahmen insgesamt 60 verletzten Darsteller teil. Die Einsatzkräfte waren mit 260 Kameraden und Kameradinnen vor Ort. Mit der Koordination und Überwachung der Übung waren rund 80 Einsatzkräfte betraut.